Ja, hallo, hier ist wieder der Thomas mit einer neuen Folge zum Service Mix. In den Teilen davor haben wir uns Apache Felix und Caraf angesehen. Das sind Projekte, auf denen der Service Mix aufsetzt. Und ja, mittlerweile ist es fast Tradition, dass ich jede Folge auf einer Webseite beginne, diesmal auch wieder. Aber wir sind jetzt endlich beim Service Mix angelangt. Und so ganz verstehen wir vielleicht immer noch nicht so richtig, was denn der Service Mix ist. Ich versuche es mal mit einer Definition und ich verwende dazu der erste Satz von dieser Seite. Und da steht, der Service Mix ist ein Integration Container, also praktisch eine Laufzeitumgebung für Integrationsprojekte. Und dieser Container vereint unter einem Dach die Funktionalität vom Active MQ Message Broker, vom Camel Integrations Framework, vom CXF Web Service Framework und von Caraf. Und Caraf haben wir ja schon kennengelernt. Und das vereint da zusammen zu einer leistungsfähigen Plattform, auf der man selbst Integrationsanwendungen, Lösungen erstellen kann. Ja, und dann ist da unten nochmal so ein Satz, den schauen wir uns später noch mal genauer an. Also Service Mix soll einen kompletten Enterprise-ready, einen Enterprise-taugliche Enterprise-Service-Bus liefern auf der Basis von OSGI. Ja, genug der Theorie, wir wollen was praktisch machen. Dafür brauchen wir den Service Mix. Ich gehe zum Download-Bereich und besorge mir den jetzt in der Version hier 7 Milestone 2. Aber das, was wir jetzt machen, das könnt ihr sicherlich auch auf irgendeiner anderen Version tun. Ja, und ich lade mir den mal herunter. Ich habe den Service Mix heruntergeladen und entpackt. Kurzer Blick auf die Verzeichnisstruktur. Einiges kommt uns bekannt vor. Das BIN-Verzeichnis, das ist fast das gleiche wie bei Caraf. Ihr erkennt, dass es sogar hier nochmal die Caraf-Befehle gibt. Und darüber hinaus kann ich aber auch den Service Mix starten. Wir haben ein Data-Verzeichnis wieder, in der ja der komplette Zustand kommt des Service Mix. Also wenn er das Data-Verzeichnis wegwirft, können wir es wieder zurücksetzen in den Service Mix, so wie wenn er frisch installiert wäre. Wir haben wieder einen Deploy-Folder, das etc-Verzeichnis mit den Konfigurationsdateien. Da sind nochmal ein paar wenige hinzugekommen, also eine ganze Menge hier. Als nächstes möchte ich den Service Mix starten. Ihr kennt das schon. Also wie beim Caraf auch starte ich ein Shell-Skript. Ja, der Service Mix braucht jetzt nochmal einen Tick länger. Vielleicht er sagt es ja auch 2 Sekunden. Wobei der Service Mix startet, sagt mir aber dann, Caraf ist startet. Ja, was soll denn das? Aber wie schon gesehen, Caraf ist eine Felix-Distribution, bei der einige Bundles mitkommen. Und der Service Mix erweitert das halt auch nochmal um einige Bundles, ist im Prinzip aber nichts anderes als Caraf. Wieder zeige ich mir die Befehle an. Diesmal sind es 380, also das sind ungefähr knappe 60 Befehle noch dazugekommen. Ja, welche das sind, schauen wir uns an. Und hier erkennen wir jetzt eine Gruppe von ActiveMQ-Befehlen für den Message Broker. Oder beispielsweise hier eine ganze Menge von Befehlen für Apache Camel, mit denen wir noch arbeiten werden. In der nächsten Folge geht's weiter mit Apache Camel und dem Service Mix. Wir werden den Blueprint Camel Rode in den Service Mix installieren. Also bleibt dran. Bis dann. Tschüss.